Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wie Sie natürlich bestimmt schon wissen, bin ich ein großer Fan der Mikronährstofftherapien, die ich eben lernen durfte, hören durfte, erfahren durfte durch Professor Dr. Elmar Wienecke. Meine ganze Familie hat die Analysen natürlich gemacht, weil wir wissen wollten, was ist unser Soll, wo sind wir? Wir wollen alle gesund alt werden, wir möchten keine Krankheit haben und wenigstens das Optimum erreichen innerhalb der Prävention. Machen tun wir schon vieles, wir glauben vieles richtig gemacht zu haben, aber in der Realität haben wir heute einen Spiegel gekriegt, der zeigt, es ist bei weitem nicht alles, was Gold ist, was glänzt in unserer Ausrichtung der Gesundheit. Und so habe ich auch mich analysieren lassen und heute schauen wir mal meine Werte an, stellvertretend für Menschen da draußen, die vielleicht auch in meinem Alter sind und vielleicht Ähnliches durchgemacht haben. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, da, wo ich die Analyse gemacht habe bei Professor Dr. Elmar Wienecke. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und jetzt mich mal ein bisschen auseinander nimmst. Genau, das ist sehr gut. Klasse, dass du dich stellst, weil, liebe Zuschauer, hier ist ein Visionär, der mit dem Schweizerischen Gesundheitsfernsehen eine Menge erreichen wird, aber sich selbst stellt. Und das ist meine Hochachtung davor, aber Sie werden eine Menge lernen. Ich muss allerdings eine kleine Kritik anbringen. Ich habe im Vorgespräch schon gehört, dass du nicht gut Anamnesebogen ausfüllst. Nein, ich dachte nicht, dass das wichtig ist, da noch dir vieles zu sagen über mich, sondern eigentlich nur das, so ein bisschen oberflächliche, ständig auftretende Müdigkeit. Das kenne ich gar nicht an mir. Ich bin so einer, der wirklich immer 18 Stunden Vollgas gibt. Plötzlich werde ich erschöpft und müde. Plötzlich Wadenkrämpfe, muss ich sagen, ich mache auch noch ein bisschen Sport nebenbei. Es sind so Sachen auf mich zugekommen, die ich nicht kenne. Mein Stress hat Spuren hinterlassen. Habe das auch plötzlich gemerkt in intimen Zeiten mit meiner Frau zusammen. Deshalb steht auf der leichten Liste DHEA, Stress runterfahren. Deshalb habe ich das genommen. Ah, das wusste ich nämlich nicht. Wäre auch meine Frage gewesen. Ja, ich dachte, wenn ich Stress reduziere, dann komme ich auch besser in die Gänge. Aber ich habe natürlich jahrelang keinen Urlaub gehabt, nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und ich habe gemerkt, der Körper macht das nicht mehr mit. Ja, das ist klar, da bist du ja kein Einzelfall. Und was wir jetzt gesehen haben, liebe Zuschauer, auch da sieht man wieder die Facette. Wir haben gleich, das, was der Alexander gerade gesagt hat, werden wir spiegelbildlich mit einem Cortisol-Tagesprofil gleich mal dokumentieren. Vielleicht gehe ich erstmal sogar auf das Tagesprofil ein. Liebe Zuschauer, gucken wir uns das doch mal an, damit Sie so ein bisschen teilhaben können über der Diskussion, die wir beide gerade führen. Sie sehen auf der linken oberen Abbildung, wie so ein Tagesprofil Cortisol aussehen muss. Sie gibt es den sogenannten Awakening Response. Das ist die erste Speichelprobe morgen. Eine halbe Stunde später, wenn du aufgestanden bist, die erste Speichelprobe, die zweite um 12, die dritte um 16 und die vierte um 20 Uhr. Das wäre ein idealtypischer Verlauf, wie man das oben links sieht. Also am Anfang viel und dann baut sich das Werte über den ganzen Tag ab. Das wäre idealtypisch. Gut, und bei mir ist eigentlich so um Mittagszeit eigentlich nicht mehr viel da. Erstmal kommst du, auch wenn du das subjektiv vielleicht so empfindest, du kommst nachts oder zu der Zeit, als wir die Analyse gemacht haben, nicht richtig in die Tiefschlafphase, weil die tausend Sachen durch den Kopf gehen und stehst um 12 Uhr schon unter Dauerstrom. So wie wir das ja gerade da, ist doch klar, bei der Verantwortungsposition, bei den Sendungen, die du produzierst, das bedeutet jetzt wirklich Dauerstress, das muss man ganz klar sagen. Das ist jetzt sehr wichtig, weil wenn wir jetzt zurückgehen, habe ich mir mal angeguckt bei den Blutwerten, was ist denn auffällig? Kein Ferritinproblem, kein Eisenproblem, alles ausreichend, Sauerstoffversorgung in der Peripherie ist gut. Was mir nicht ganz gefällt, müssen wir gleich mal diskutieren, musst du vielleicht mal kritisch hinterfragen, warum deine Harnsäurewerte, das ist laut Schulmedizin völlig im Normbereich. Wir sagen so, größer 6, am besten so kleiner 5,5 bei Männern, ist ein besserer Indikator, um wirklich auch degenerative Veränderungsstrukturen langfristig zu vermeiden. Kannst du das erklären, den Harnsäurewert? Viel Obst ist ja nicht dein Problem, du hast es ja geschildert. Nee, ich esse kein Obst. Und ich esse eigentlich höchstens nur Gemüse, aber Obst, ja, dann gibt's fast gar nicht. Wo hat's noch Harnsäure drin? Also was? Fleischprodukte, ja. Ach klar, Fleisch. Ich esse schon Fleisch, also einmal in der Woche. Ja, da halte ich das nicht. Aber gibt's auch noch? Gibt's Fructose? Also Fructose ist ein Faktor, der größte Harnsäuretreiber. Gibt noch ein paar andere, aber das können wir ja ausschließen. Was mir nicht gefallen hat. Und da musst du jetzt ganz kritisch hinterfragen. Wir haben schon so viele gemeinsam viele Gespräche geführt.
Erklär mir doch bitte bei dir mal den 5,6%, also es gibt eine andere Einheit, den HbA1c-Wert. Ja, ich esse natürlich, ich bin schon ein Naschmaus, gell? Also süße Dinge am Abend, das bin ich heute noch ein bisschen der Zuckerjunkie. Echt? Ich versuche die guten Zucker natürlich zu essen. Also für lange Zeit mit Heidelbeeren gearbeitet abends, das ging tipptopp. Im Moment bin ich wieder ein bisschen zurückgefallen in alte Strukturen. Also war der Wert damals jetzt nicht überraschend, sondern... Nein, ist nicht überraschend. Überhaupt nicht. Nein. Es ist einfach schade, dass man es einfach abends nicht Süßes essen darf. Ich finde das gar nicht lustig. Ja, da gibt's ja tolle Ideen. Der Kurt hat's ja gesagt, eine Galaktose morgens, mittags, abends, gestrichen in Teelöffel, hat bei mir als größter Zuckerschandie. Ja, da bin ich doch nicht satt mit einem Teelöffel. Ja, nein, aber ich selbst bin dadurch innerhalb von 14 Tagen trocken gewesen. Ja. Also ich bin ja selbst nochmal, auch wenn ich heute... Anonyme Zuckerjunkie. Ja, aber wenn ich heute auf einer ganz anderen Ebene arbeite, und das seit 30 Jahren nicht mehr bin. Ich habe früher das gleiche Problem gehabt, wie du auch. Und viele ADS-Kinder, die wir hatten, haben alle dieses Problem. Ich habe es sehr gut in den Griff bekommen. Mhm. Aber was auffällig ist, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, wann du am Vortag... Wir haben das Kreatinkinase-Enzym gemessen. Das ist ein Enzym, was zeigt, dass du dich von der körperlichen Vorbelastung nicht regeneriert hast. Kannst du dich noch erinnern bei der Untersuchung damals, wann du vorher Sport getrieben hast? Nein, weiß ich jetzt nicht genau, aber es hat sich ja, ich bin überhaupt nicht mehr richtig erholt gewesen nach dem Sport. Ich mache Sport und habe wirklich am nächsten Tag bin ich noch ausgekotzt. Also das Kreatin, liebe Zuschauer, Kreatinkinase ist ein Enzym. Wenn ich ihm auf den Oberarm schlage, hat er ein Hämatom, dann ist der Kreatinkinasewert auch erhöht. Mhm. Aber Kreatinkinasewert, es gibt einen für den sogenannten MB-Wert, für den Herzmuskel und einen CK-Wert für die Skelettmuskulatur. Aber hier sieht man jetzt im Grunde genommen, das ist ein Zeichen, dass er doch schon eine Trainingseinheit hatte, die nicht regeneriert. Warum insistiere ich da so drauf? Weil wir nämlich jetzt Folgendes sehen. Hochspannend. Das haben wir angedeutet, das überspringen wir jetzt, das ist sein Cortisolprofil. Jetzt kommt aber, liebe Zuschauer, was ganz Spannendes. Und er wäre wieder auch für meine Ärzte, für meine Heilpraktiker, für meine Therapeuten ein super idealer Fall. Die Peridinium-Crosslinks, nochmal zur Erklärung, ich versuche es mal zu erklären. Was sind Peridinium? Ist der zweite Morgenurin. Peridinium-Crosslinks sind so Stützen. Stellen Sie sich das so vor, liebe Zuschauer. Du hast hier Stützen wie so eine Brücke. Die stützen sich, damit die Brücke nicht zusammenbricht. Und das gibt es im Knorpel, das gibt es im Knochen. Diese Messung gibt schon über 20, 25 Jahre. Früher eine Osteoporose gemessen. Wir haben vor 10 Jahren angefangen, Peridinium-Crosslinks zu messen bei sportiven Menschen und geguckt, in welchem Zusammenhang stehen Peridinium-Crosslinks bei Überlastungsreaktionen struktureller Strukturproteine. Also wenn du irgendwann dem Körper nicht das zuführst, was du brauchst, dann machst du deinen Sport weiter, gehst aber in deine körpereigene Substanz. So, und was sieht man jetzt bei ihm? Peridinium, also DPD-Werte bei 22 Nanomol pro Mol Kreatinin. Das ist wirklich eine Situation, und der Alexander wird nicht sagen, ich habe mal 2 Tage vorher Sport getrieben, sondern er hat, wir haben gesehen, ein relativ auffälliges adrenerges Cortisolprofil und gleichzeitig versucht er Kompensation, versucht eine Ventilfunktion zu erreichen, durch Sport, was ja auch möglich ist, aber nicht immer grenzwertig, sondern man muss es auch moderat machen. Aber das System zeigt, dass du dem Körper nicht die Energie zugeführt hast, die du brauchst, sonst hättest du nicht so hohe Werte. Wenn du diese Werte ein halbes bis Jahr weitergemacht hättest, hätte sich irgendwann die Achillessehne entzündet, du hättest ein Knie, du hättest aufgehört, der Körper wird rebellieren, er wird sagen, lieber Alexander, das mache ich nicht mit. Weil nämlich du zu stark an Körper eine Strukturproteine gibst. Also Osteoporose wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit. Ja, das ist ein gewesen. Prozess. Nee, das ist bei dir. Das wäre nicht jetzt ein Prozess, das ist ein späterer Prozess. Ja. Trotzdem sieht man hier schon ganz klar, hier passieren Dinge. Es gibt einen neuen Parameter, den wir eben noch nicht gemessen haben. Den kann ich leider zurzeit nur vor Ort messen. Ist der AMMP8, ein Speicheltest, wo man eben Kollagenolyse, also einen Abbau messen kann. Der ist neu. Vielleicht kann man den irgendwann auch mit verschicken. Aber das zeigt auf jeden Fall, da ist ein deutlich Defizit. Jetzt war ich so ein bisschen überrascht, als ich beim Alexander dann den Energiestoffwechsel gesehen habe. Wir haben ja schon verschiedene Vergleiche in den Vorsendungen gesehen. Naja, so ganz auffällig, die Cis-Aconit-Säure leicht erniedrigt, Bernsteinsäure leicht erhöht. Also da habe ich eigentlich etwas mehr vermutet. Aber das ist eben so, wie es ist. Die Messungen werden ja nicht falsch gemacht, sondern sie sind so, wie sie sind. Aber was man jetzt sieht, und das spiegelt, da ist ein Spiegelbild von dem, was wir gerade festgestellt haben.
die einzelnen Aminosäuren. Du siehst wieder Arginin, wie wichtig Arginin ist für die Methionin, für die Bindegewebsaufbau und Strukturen, für den Knorpel-Knochenstoffwechsel, Phenylalanin und Tryptophan. Du selbst gesagt hast, ja, bei der Beanspruchung, da bist du immer unter Dampf, bist immer gefordert, ist auch sehr schwer, aber wenn du auch dem Körper langfristig da nicht gibst, was fehlt, wird der Körper rebellieren. Jetzt wirst du sehen, diese Nulllinie. Ich habe bei dir bewusst jetzt mal die Zahlen rausgenommen. Ich habe geschrieben, das war am 5. Mai 2022 gemessen. Und dann siehst du jetzt, das sind deine, die Referenzwerte des Labors sieht man dann oben und daneben die gemessenen Werte. Mhm. Und diese Nulllinie, da haben wir 330 Männer gefunden in der Altersstruktur von Alexander, die ein ähnliches Profil haben wie du. Und das ist dein Profil. Also bezogen auf Männer in deiner Altersstruktur mit einem ähnlichen Anamnesebogen, der auch noch scheiße ausgefüllt worden ist. Mhm. Weißt du selbst nicht gut. Deswegen ist ganz wichtig, ich brauche immer Anamnesebögen, die richtig ausgefüllt worden sind. Dann kann ich mir mehr Einblicke erlauben. So, jetzt sieht man, das siehst du, Vitamin B9, bin ich nicht unzufrieden, B12 ist das Holotranscobalamin, geht, ist nicht gut. Aber oben gerade, was die Detonisierung, Spannung, Magnesium zu wenig, Zink, Selen, also Ferritin nicht da, Vitamin D hast du in einem Bereich jetzt gelegen, ich gucke an, davon 100, da bin ich zufrieden, 150, ja, ist also, wobei man jetzt sagen müsste, bei dem Knorpel-Knochenstoffwechsel könnte man teilweise den Bereich etwas erhöhen, gerade in den Tagen, wenn er etwas intensiver trainiert. Jetzt gucken wir uns an, das ist das Rezept. So, wenn man sich das jetzt mal anguckt, Phenylalanin, damit er ins Flow reinkommt, damit er besser drauf ist. Und das ist, liebe Zuschauer, vielleicht mal ganz wichtig. Ich hatte neulich mal einen interessanten Test mit meinen Studierenden und gesagt, liebe Studierende, Sie nehmen jetzt mal 1000 Milligramm Phenylalanin ein. Und das machen Sie eine Woche. Und das, ich möchte dann wissen, nach einer Woche, wie Sie sich fühlen. Da haben Sie gesagt, Sie haben eine höhere Stressresilienz. Sie haben sich besser gefühlt. Das ist tatsächlich so. Also das heißt, Phenylalanin hat einen wichtigen Faktor, um ankommende Stressoren deutlich besser zu tolerieren. Ist vielen in der Medizin völlig unbekannt. Phenylalanin, was ist denn das? Ja, das ist irgendwie was im Gehirnstoffwechsel. Nein, nein. Phenylalanin ist für die mit Tyrosin für die Schilddrüsenregulation. Das ist aber nicht sein Problem wichtig. Aber man sieht jetzt hier ganz klar ein wichtiger Faktor für die Stressresilienz der Menschen. Und wenn man jetzt sich jetzt anguckt, er hat zum Beispiel hier Vitamin B12 in einer Konzentration, muss ich mal ganz kurz gucken, damit ich auch finde, da im Moment 120 Mikrogramm pro Liter zugeführt bekommen. Und man sieht im B-Vitamin-Bereich, weil er sportlich aktiv ist, 40 Milligramm B1, Thiamin. 40 Milligramm B1. Die Ernährungsgesellschaften heute gehen von Vorgaben von 1 bis 4 oder 5 Milligramm aus. Fast das Zehnfache. Warum? Er soll das auffüllen, was ich geschrieben habe, runterfahren, halten. Das heißt, der Bedarf ist viel wichtiger. Warum? Er muss ja die Aminosäuren, über die wir gleich sprechen, in die Gewebstrukturen transportieren. Und das kann er nur, weil er wirklich dort massive Defizite hat, indem er auch die B-Vitamine dafür braucht. Und jetzt sieht man hier oben, ich habe das Amsport genannt, weil das ist das Präparat. Es geht gar nicht um Präparate, es geht darum, was im Grunde genommen, und da hatte mich Alexander nach gefragt, warum hast du mir eins empfohlen ohne L-Tryptophan? Weil ich ganz gerne das 5-HTP, das Griffonia, das ist ja der Abkömmling von L-Tryptophan. Ich erkläre es nochmal, liebe Zuschauer. Hier ist L-Tryptophan, hier ist 5-HTP. L-Tryptophan wird über verschiedene Kisketten abgebaut, dann hast du 5-HTP. Und 5-HTP wird dann quasi direkt zu Serotonin, Melatonin aufgebaut, du schläfst. Du müsstest eigentlich jetzt, wenn du das merkst, nachts mehr in diese Tiefschlafphase kommen. Also da gebe ich gleich Antwort. Wenn ich es eine Stunde vor dem Schlafen einnehme, schlafe ich im Bett innerhalb von, sagen wir, 10, 15 Minuten ein. Echt? Vorne war es eine Stunde und länger. Also ich schlafe sofort ein. Nehme ich es aber erst ins Bett, ich nehme es jetzt ein und gehe ins Bett, dann muss sich das erst entfalten, dann habe ich wieder meine Stunde. Also ich schlafe sofort ein, Tiefschlafphase, viel besser. Dann gehen wir mal auf das Profil zurück beim Alexander. Und zwar, liebe Zuschauer, ich zeige Ihnen das jetzt nochmal. Hier war sein, unten rechts sehen Sie die Stress, das Cortisol-Tagesprofil.
Und man sieht, er kommt ja morgens, man sieht den ersten Wert morgens um 8 Uhr oder wann immer du aufgestanden bist. Das heißt, das ist die erste Cortisolprobe. Und eine intensive, gute Schlafphase erreichst du nach unseren Erfahrungen zwischen 8 und 12 Nanomol pro Milliliter. Da liegst du bei weitem nicht. Deswegen ist es, um Stress zu reduzieren, sehr wichtig, auch wirklich in die nächtliche Tiefschlafphase zu kommen. Und das ist ja ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Da sieht man ja, wie Mikronährstoffe wieder wirken. Wir gehen wieder auf das Bild zurück. Moment. Ich bin zu weit. Ist kein Problem. Genau. Ich bin jetzt hier. Und hier ist, da sieht man das 5-HTP abends. Also er nimmt 2x75 mg abends. Hast du gerade richtig, aber eine Stunde vom Schlafen gehen. Und das hilft ihm, deutlich besser zu schlafen. Liebe Zuschauer, wenn Sie das jetzt willkürlich machen, aber Antiepileptika nehmen oder Antidepressiva, bitte nicht machen. Es gibt Kontraindikationen. Für ihn ist es genau der richtige Bereich. Deswegen habe ich es dir abends gegeben, damit du abends in die Tiefschlafphase kommst. Natürlich hätte ich dir jetzt auch Aminos geben können, wo L-Tryptophan drin ist. Aber das hätte dir nicht so viel gebracht, weil die nächtliche Phase ist für mich wichtig. Und deswegen oben gerade bei den starken Peridinium-Crosslinks, die du hast, habe ich dir gesagt, 30 Gramm mit morgens zum Frühstück. Und ich habe dir sogar gesagt, wenn du mittags mal längere Einheiten machst, vielleicht nochmal so 20 Gramm zu nehmen. Das entscheidest du ganz allein selbst. Jetzt habe ich es erst verstanden. Ja? Hättest du mir oben ein Produkt gegeben mit L-Tryptophan und bei 30 Gramm am Tag, dann wäre ich ja wahrscheinlich eine Schlaftablette den ganzen Tag, also nie mehr so auf Touren gekommen. Du wärst, das ist nicht ganz richtig, aber schon kann dazu führen. Und da du aber vor allen Dingen die nächtliche Schlafphase nutzen musst, damit du besser in die Tiefe und dann ausgeruhter bist, regenerierst du besser. Nur an den Tagen, wo du jetzt wirklich mal stundenlang, wie immer du das gestaltest, kann man sogar sagen, so wie ich es deiner Tochter gesagt habe, die 30 nimmst du dauerhaft. Und wenn du zusätzlich gemacht hast, vielleicht 2 leicht gehäufte zusätzlich. Das entscheidest du, was du tust. Wenn du mehr machst, nimmst du mehr. Wenn du weniger machst, 30 nimmst du dauerhaft. Weißt du, was mir noch auffällt hier in diesem Zusammenhang ist, wenn ich jetzt gleich bei der Aminosäure bin, es gibt ja ganz viele Aminosäuren auf dem Markt in Form von Presslinge. Ja. Und wenn du jetzt da in einer Dose 120 Gramm drin hast, ja, dann wäre ich jetzt in 4 Tagen mit einer Dose durch. Das kann sich kein vernünftiger Mensch überhaupt noch leisten. Nein. Das sind ja gar keine Kosten da, diese Dosen, die du mir da vermittelt hast. Nein, es gibt ja auch, wir haben ja auch Studien gemacht mit hydrolysiertem Erbsenprotein. Das sind so kleine Presslinge, die gehen auch. Aber die würden dir jetzt in der Form nicht helfen, weil du aufgrund dieser hohen Peridinium-Crosslinks jetzt Aminosäuren brauchst, die wirklich entsprechend von Wertigkeit haben. Und da siehst du jetzt 30 Gramm mit Haferflocken. Liebe Zuschauer, ich sage immer Hafermilch, Erbsenmilch, keine Milch. Sie kennen meine Auffassung mittlerweile, weil teilweise Toxine enthalten sind. Also wichtig wäre diesen Faktor Arginin, aber siehst du auch nochmal. Und hier sehe ich, ist ein kleiner Fehler passiert. Das sehe ich gerade. Hier ist ein Fehler passiert. Ja, wir haben es anders gemacht. Du hast es mir mündlich gesagt. Wir können ja mit 3 am Morgen. Ganz genau. Hier ist nämlich jetzt, das ist falsch, was hier steht, aber ist nicht schlimm. Wir sind live on air. Das heißt, also Sie sehen jetzt, morgens muss er 3 Arginin nehmen, damit er das Ganze mit unterstützt. Und das ist auch sehr wichtig. Und das, was du jetzt siehst, muss ja in der Kürze der Zeit, so lange ist ja die Untersuchung noch gar nicht her, schon zu einer Veränderungsstruktur bei dir geführt haben. Du hast gerade gesagt, ja, ich schlafe nachts schon, besser ein. Und wie ist das bei deinen, oder beschreibe doch selbst, wie du das empfindest. Also wenn ich da die Produkte durchgehe, das unterste hat mir, wie gesagt, interpretiere ich mit viel, viel besserem Schlaf. Ja. Das Magnesium für mich ein Segen gewesen. Meine Magnesiumwerte waren ja fast bei null. Ich fühle das den ganzen Tag durch, morgens, Mittag, Abend. Das Magnesium gibt mir Ruhe, entspannt mich. Also das sind auch ganz viele emotionale Dinge, die im Körper sind, die ich merke, bin total relaxed. Haut mich nichts aus den Bahnen raus, ich bin total cool drauf. Ja, aber bei deinem Stressprofil, wenn du ab 12 so eine extreme niedrigen Cortisolspiegel hast, heißt das ja, das ist eine Überlastungsreaktion. Und wie kann ich das am besten kompensieren? Natürlich durch viele andere Dinge, aber Magnesium detonisiert. Ich nehme selbst 3 morgens, 3 mittags, 3 abends. Aber jetzt haben wir 7 Glocks gemessen und alle hatten praktisch keine Magnesium im Körper. Ja, aber das ist kein Wunder. Glaub nicht, dass es bei anderen Menschen anders ist. Eben.
Aber das weiß doch niemand. Nein, das weiß kaum einer, weil es nämlich auf der falschen Ebene gemessen wird und weil man, das ist, da hast du vollkommen recht, das ist schon, da hast du gerade was Richtiges zusammengefasst. Du hast jetzt bei deiner Familie schon gesehen, wie das aussieht und das ist ein Spiegelbild unserer heutigen Gesellschaft. Also man sagt immer, wir kriegen genügend Magnesium über die Ernährung, aber in Tat und Wahrheit ist es eigentlich überhaupt nicht der Fall. Nein. Und wenn man weiß, wie Magnesium an wie vielen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt ist, ist es ja eigentlich dramatisch. An 300 enzymatischen Prozessen. Viele Diabetiker können zum Beispiel durch eine verteilte Zufuhr von Magnesium über einen Teil vertagt, gibt es viele wissenschaftliche Studien, zeigen, dass es zu einer besseren Glukoseverwertung kommt und der HbA1c runtergeht. Mhm. Das heißt also, da bin ich zum Beispiel von überzeugt, wenn wir im März deine Kontrolle machen und du regelmäßig das Magnesium weiter einnimmst, natürlich immer, ich betone immer in Verbindung mit deinem Basisprodukt, bin ich davon überzeugt, sind deine HbA1c-Werte deutlich besser. Mhm. Weil bei dir, habe ich mir im Nachhinein nochmal überlegt, wird der HbA1c-Wert, natürlich bist du manchmal eine Naschkatze, hast du schon gesagt, aber ich glaube, das ist auch, liebe Zuschauer, wichtig für sie, erhöhte HbA1c-Werte sind stressbedingt. Und das heißt, wenn das adrenerge System in diese Überforderungsreaktion kommt, das haben wir ganz häufig schon festgestellt, selbst bei Menschen, die eine ketogene Ernährung gemacht haben, schießt der HbA1c hoch, weil einfach gewisse adrenerge Systeme das nach oben bringen. Mhm. Und das hast du bei deinem Profil gesehen und deswegen ist eine verteilte Gabe von Magnesium über einen Tag verteilt, nicht abends 400 Milligramm. Mhm. Und dann auch bitte kein Citrat nehmen, was sehr schnell zu häufig zu Durchfallerscheinungen führt, sondern Bisglycinate nehmen, die sehr häufig nicht diese Nebenwirkungen haben. Aber dann sieht man, das Entscheidende ist doch jetzt wirklich das, was du gesagt hast. Und wie sieht es denn, meine praktische Frage jetzt bei deinem sportlichen Tun aus? Merkst du eine dynamische Veränderung? Ja. Also auch ein wichtiger Punkt, habe ich noch gar nicht aufgeschrieben, richtig. Ich bin nicht mehr ausgekotzt, wenn ich dieses Wort jetzt ins Fernsehen bringe. Nach dem Sport, ich gehe wirklich an meine Grenzen, aber ich bin sehr viel schneller regeneriert, was ich vorne nicht hatte. Das heißt, ich gehe wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr an die Knochensubstanzen ran. Na genau, das heißt, du bist vorher, das haben wir ja gesehen, an seine körpereigene Strukturproteine gegangen. Ich habe dir gesagt, wenn du mehr machst, nimmst du mehr von den Aminosäuren. Mhm. Aber generell ist es schon besser geworden. Hättest du das so weitergemacht, hätte der Körper rebelliert. Mhm. Der hätte irgendwas, mache ich nicht mehr. Ja, irgendwann entsteht halt was, genau. Ich habe mir noch mehr aufgeschrieben. Also wie gesagt, Stress super gut, finde das toll. Kann schnell loslassen. Meine Haare sind ganz anders geworden, merke ich. Auch die Nägel. Ich habe immer, das ist so mühsam, wenn die Nägel einreißen, dann den Daumen, nichts mehr. Jetzt kommt beim Arginin auch mit. Ja, siehst du, und genau beim L-Arginin hast du mir auch nie gesagt, ich habe das auch nie auf einem Amnesebogen raufgeschrieben, gar nichts. Männer reden nicht über solche Themen. Ich habe nachgelesen, L-Arginin weitet die Blutgefäße aus und ist auch bei Erektionsproblematiken ein großes, wichtiges Instrument, habe ich dir nie gesagt. Das ist tatsächlich so. Arginin ist eine natürliche Stimulanz, die ja, wie ich schon gesagt habe, sowohl Dihydrotestosteron aktiviert, das Haarwachstum, aber auch Testosteron aktiviert indirekt und dadurch automatisch die Sexualhormone positiv beeinträchtigt. Ist das nicht spannend? Wir Männer haben immer das Gefühl, oh Gott, jetzt brauchst du Testosteron. Ich habe meinen Testosteronspiegel gemessen, der war in okay. Nee, der ist auch in okay. Und trotzdem hat er ein Problem, aber wahrscheinlich im Zusammenhang mit Stress nicht loslassen können. Der Körper geht in Überlebenskampf und dann für Überleben brauchst du jetzt nicht unbedingt da noch Fortpflanzungsprobleme, Möglichkeiten auszuschöpfen. Du, aber das ist mit dem L-Arginin alles weg. Ja, und deswegen nochmal, das ist so das Schöne, dass das gesamte Mikronährstoff oder die gesamten Mikronährstoffe mit den Makronährstoffen, mit Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette zusammen, ein Orchester gibt. Wenn man das in der richtigen synergetischen Form zusammenbringt, hat man auch die entsprechenden Erfolge. Deswegen sage ich nochmal, Medizin verändern ist einfach, indem man wirklich begreift und in die Ausbildung das Potenzial von Mikronährstoffen integriert in das Wissen. Und der Marc Warneck hat das heute bestätigt. Leider sind das rudimentäre Kenntnisse, die in den gesamten, heute noch in den gesamten medizinischen Studiengängen vermittelt werden. Und da müssen wir eben weg. Wir müssen sehen, dass wir eben auf natürlichem Wege
über die Ernährungsveränderung und über die gezielten Kraft der Mikronährstoffe, und zwar nicht minimal, wie es die internationalen Ernährungsgesellschaften vorgeben, sondern optimal gestalten, dann haben wir auch ganz andere gesundheitliche Stabilität. DHEA könnte ich jetzt eigentlich absetzen, oder? Ja, würde ich auch machen. DHA würde ich absetzen, du bildest dann einiges DHEA. Du bist dann, nochmal in deiner Größenordnung, DHEA mit 50 Milligramm halte ich viel zu viel. Maximal 25 Milligramm. Sind aber meine persönlichen Erfahrungen, wissenschaftlich nicht fundiert, auch nicht repräsentiert. Aber man kann das eigene DHEA produzieren, DHEA selbst produzieren, und das wirst du indirekt über Arginin auch erreichen. Super. Ich würde es nicht sofort absetzen, ich würde es schleichend absetzen und dann ausschleichen lassen. Gut, dann mache ich. Am Februar, März machen wir die nächsten Untersuchungen. Dann machen wir die nächsten Untersuchungen. Und dann vergleichen wir wieder. Und dann werden wir zur gegebenen Zeit auch diese Werte wieder ins Fernsehen bringen, damit wir einfach sehen, wie so ein Verlauf ist, ja, wie sich die Dosierung ändert, von Aufbauphasen auf Erhaltungsdosis. Genau. Und ja, ich hoffe sehr, dass wir durch das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch mal einen Spiegel zeigen dürften, wie es einem Menschen geht, der eigentlich prinzipiell gesund ist, keine Krankheit hat. Ich bin total fit und gesund, und trotzdem hat jeder so seine kleinen Problemchen. Und dass man diese alle zusammenordnen kann, auf die Mikronährstoffe zurückführen kann, auf diesen Haushalt hier unten, wo auch die Hormone dann zusammenspielen, wo sich die Aminosäure abspielen und. Das finde ich einfach nur eine ganz faszinierende Tatsache, wo ich auch mit großem Erstaunen zurückblicken muss und sagen, ich begreife es einfach nicht, dass man innerhalb von einem Medizinstudium sich nicht mit der Basis beschäftigt. Und das, da komme ich einfach aus Erstaunen nicht heraus. Und es ist nicht die 200 Milligramm Q10 und es ist nicht das reine Zink. Es ist die Zusammenführung verschiedener Facetten. Da ist ja große Arbeit gelungen mit 20 Jahren, die du da schon zusammengetragen hast. Und eben auch ganz, ganz wichtig, dass es überhaupt eine Vergleichsnorm gibt, eine Datenbank, wo überhaupt etwas, eine Zahl überhaupt zu einer Aussagekraft bringt. Ganz genau. Und dass es das auch nicht gegeben hat bis jetzt. Das ist fatal, das stimmt. Eigentlich schon, ja. Danke ganz herzlich, Professor Dr. Elmar Wienecke war das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke fürs Zusehen und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal, auf Wiedersehen miteinander.